Norwegen, auch bekannt als die Schweiz des Nordens, ist meiner Meinung nach einer der interessantesten Nationen Nordeuropas. Das politische System in Norwegen genießt nicht nur einen guten Status, es ist auch wiederholt im Demokratieindex auf dem ersten Platz gelandet. Das Land verfügt zudem über eines der großzügigsten und besten Sozialsysteme der Welt und Norwegen weist einer der geringsten Lücken zwischen Arm und Reich auf. Doch wieso funktioniert der Staat so gut in Norwegen? Und wie zeigt sich das? Herzlichen Dank fürs Einschalten, ich wünsche viel Unterhaltung beim Zusehen. Norwegens Gesellschaft zählt zu den glücklichsten der Erde. Das Land hat einer der niedrigsten Mord- und Inhaftierungsraten. Einer der Gründe für diese Funktionalität des Staates liegt im politischen System in Norwegen. Das Zentrum der politischen Führung ist der sogenannte Storting, was übersetzt Großversammlung heißt. Hier sind verschiedene Parteien präsent, deren Zusammensetzung alle 4 Jahre neu gewählt wird. Traditionell wird an einem Montag im September gewählt, doch wer am Wahltag keine Zeit hat, kann auch schon früher wählen kommen. Damit die Anzahl der Sitze pro Provinz berechnet werden kann, wird alle 8 Jahre für jede Provinz eine sogenannte Verteilungszahl berechnet. Dazu werden die Bevölkerungszahlen der norwegischen Provinzen mit der jeweiligen Quadratmeterzahl der Fläche addiert, wobei die Zahl der Fläche zuvor mit 1,8 multipliziert wurde. Allerdings sind auch in Norwegen keine regelmäßigen national greifenden Volksabstimmungen nach Schweizer System aufzufinden. Dafür ist Norwegen aber, genauso wie die Schweiz, kein Mitglied der Europäischen Union. Jedoch aber, nicht so wie Schweden, Finnland und der Schweiz, Teil der NATO. Auch in Bereichen des Klimaschutzes wird viel auf norwegischer Seite unternommen. Wobei die Natur auch durch die starke Förderung von Rohstoffen in Norwegen belastet wird. Trotzdem investiert Norwegen mehr als 1% seines Bruttoinlandprodukts in die Umweltentwicklung. Ein weiterer sehr interessanter Fakt ist, dass in Schweden, Finnland und allen voran in Norwegen die Steuereinnahmen jedes Bürgers öffentlich einsichtbar sind. Allerdings muss man selber auch Steuern zahlen, um die Zahlen der anderen zu sehen und es wird auch stets festgehalten, wer wessen Informationen abgefragt hat. Trotzdem ein richtiger Schritt in Sachen Transparenz und in der Prävention von Steuerbetrug. Norweger sind über politische Ereignisse informiert und wissen den Wert ihrer Stimme zu schätzen, was in einer der höchsten Wahlbeteiligungsraten resultiert. In der Politik herrschen starke Einschränkungen für Lobbyismus und anstelle der Konfrontationen zwischen den Parteien wird deren Kooperation gefördert. Auch das Durchschnittsalter der Abgeordneten in Norwegen sinkt von Wahl zu Wahl. Die politische Führung in Deutschland mit ihrem ausgesprochen starken Demokratiebewusstsein könnte sich meiner Meinung nach ruhig ein Stückchen vom norwegischen System abschneiden. Das Skript dieses Videos wurde in Unterstützung von Made on Earth entwickelt. Auf seinem Kanal findet ihr Videos zu Politik, Umweltentwicklung und zum Finanzsystem. Link ist in der Videobeschreibung, es lohnt sich vorbeizuschauen. Falls auch du dich mit einem Skript in einem Video verewigen möchtest, dann schau doch mal auf 269k.ch vorbei. Dort kannst du dein Skript hochladen, im Gegenzug stelle ich deinen Kanal, Blog oder Namen am Ende des Videos kurz vor. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.